Mein Mann ist Rennradfahren gegangen. Ich habe hier auf dem Sofa gelegen und gelesen ein bisschen. Und dann kam er nach kurzer Zeit, also nach einer halben Stunde, sowas schon wieder und hat gesagt, ihm ging es zwischendurch total schlecht. Hat der linke Arm so weh und er hatte keine Luft mehr bekommen. Also wir haben gleich beide vermutet, das könnte was mit dem Herzen sein aufgrund der Symptome. Ich habe diese Fahrradrunde zu Ende bekommen, bin ich irgendwo im Wald oder auf irgendeiner einsamen Landstraße zusammengebrochen, wo man mich am Sonntagnachmittag wahrscheinlich nicht gefunden hätte. Er hat dann noch einen Schluck Wasser getrunken und dann hat er plötzlich gesagt, er müsste sich mal hinlegen, Füße hochlegen. Dann hat er auch sofort angefangen zu krampfen, also war sofort weg. Und dann habe ich sofort die 112 angerufen und dann habe ich angefangen mit der Herzdruckmassage. Ich hatte ein bisschen Angst, dass ich das nicht durchhalte, weil das dann doch gefühlt sehr lange war. Und dann hat der Disponent mit mir zusammen gezählt. Dann haben wir immer 1, 2, 3, 4 Pause und dann wieder in dem Rhythmus. So lange, bis die Rettungssanitäter hier waren. Der Sonntag ist komplett gelöscht bei mir. Also ich weiß aus Erzählungen, dass wir gefrühstückt haben, dass ich gegen Mittag noch aufgebrochen bin zum Golfen und dass ich dann gegen Abend gesagt habe, ich setze mich noch mal auf mein Fahrrad und fahre noch mal meine Runde, meine Trainingsrunde. Das hat sich dann erst hinterher herausgestellt, dass es noch eigentlich bis zum nächsten Morgen gefährlich war, die ganze Situation. Es schießt mir schon immer wieder durch den Kopf und es wird sicherlich auch dauern, bis ich die Bilder los bin. Ohne sie hätte ich meinen zweiten Geburtstag nicht feiern können.